Ja, willkommen, mein Name ist Daniel Wolke. Und mein Name ist Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zu unserem neuesten Projekt, und zwar Mario Party 8. Ein Spiel aus dem Hause Nintendo, nur zusammen mit Hudson Soft. Der letzte Mario Party Teil von Hudson Soft, auf der eigentlich noch richtig gut war, bevor die Reihe dann einfach nur kacke wurde. Okay, davon weiß ich nichts. Ja, Mario Party 9 ist nämlich nicht mehr von Hudson Soft gemacht. Okay. Ja, dann drück mal auf Mario. Dann drück jetzt auf Start. Okay. Folgendes. Wir wollen davon ein paar Parts hochladen, aber um mir alle Bretter, ne? Ja, wir brauchen natürlich alle Bretter, damit wir auch alles zeigen können. Ja, und dafür müsste ich erstmal hier den Story-Modus hier durchrackern. Ja, ist mir schon wieder. Ja, komm, bist du Alberto? Alberto, der Schwarze. Komm, nimm doch Alberto. Wie habe ich denn keinen Dingens? Ich hab da einen. Ja, aber nicht auf hier musst du noch separat einen erstellen. Ja, aber wie, ne? Ja. Er sieht übrigens sehr verpixelt aus, ja, aber die Aufnahme sieht in Ordnung aus. Ja. Yeah. Ein bisschen komisch. Ja, yeah, willkommen auf dem Jahrmarkt der Sterne. Oh, worum geht es auf diesem Jahrmarkt? Um Spielspaß, der absolut nächste Klasse. Vollkommen neu und unvergleichlich. Ich verstehe den Typen nicht. Sind die Augen irgendwie am Hut oder sind die da unten? Der Hut ist ein eigener Charakter. Oh Gott, das ist gruselig. Wir haben das volle Programm Minispiele, die sich auf Trab bringen. Brettspiele, bei denen die Stimmung überkocht. Oh mein Gott! Aber also nichts wie reinspaziert. Wir werden uns hier richtig amüsieren. Freude, Feier, Funken. Oh. Wer ich bin? Mein Name ist Billy Ballaballa, euer hochergebener Konferenzer. Steht zu Diensten. Und ich bin nicht allein, stets an meiner Seite, oder das ist halt immer oben auf Kopftopf. Hallo, ahoi, oder so. Dann ist der Typ aus Harry Potter. Jawohl, und wir heißen alle, die heute dabei sind, herzlichst willkommen. Wir garantieren für gute Stimmung. Hier auf dem Jahrmarkt der Sterne gibt es 5 mögliche Arten und Möglichkeiten zu spielen. Ja, 5. Wähle aus, wo du spielen möchtest, damit es losgehen kann. Okay, da muss ich dann alles abpacken, ne? Ah, also die Party kann losgehen. Heute lassen wir es richtig krachen. Du musst ehrlich gesagt nur einen Modus machen, und zwar Sternrally-Pavillon. Da musst du hin. Der Party-Pavillon ist für uns beide da. Den werden wir nachher spielen. Okay. Denn Extra-Spiele sind für Extra-Spiele. Minispieler können wir alle Minispiele spielen. Also, ja. Dafür muss ich machen, ne? Ja, kämpfe dich nach oben und werde zum Superstar. Ja, alles klar. Ich stehe dem Daniro hartkräftig zur Seite. Der einzige Mario Party hat nicht gespielt, aber nur für den DS. Also, bevor es euch fällt, ich habe jeden Mario Party Teil gespielt. Abgesehen von dem ganz neuesten Star Rush. Ich habe wirklich jeden Mario Party Teil gespielt. Und ich muss sagen, mit Mario Party 8 hatte ich lange Zeit meinen Spaß. Ja, ich bin natürlich Yoshi. Und dann aber Mario Kart. Also, warum nicht? Ich nehme da nicht an, dass das einen Unterschied macht, welchen Kart man hat, ne? Okay. In Mario Party 8 war es halt so. Ja, willkommen zurück in der Sternrallye, der Königsdisziplin des Jahrmarktes. Klopf, 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 was für ein Puls. Oh mein Gott. Die Sternrallye ist die Hauptattraktion. Hier wird entschieden, wer der wahre Superstar des Jahrmarktes ist. Oh mein Gott. Bist du der Star unter den Stars? Findest heraus, indem du auf 5 Spielbrettern gegen Rivalen antrittst. Ich bin den Typen voll gruselig, ey. Wer hat den Mut, sich dieser Herausforderung zu stellen? Es ist... Daniro LP, aka Yoshi. Ja, wir sind beide cool, das reicht. Peace, Leute. Wer will dafür Schnauze? Bist du bereit, dich mit deinen Rivalen zu messen, Yoshi? Du musst diesen Titel wirklich wollen. Möchtest du diesen Titel haben? Ja. Aber wer soll den Titel nicht? Der Superstar erhält auch Superpreise, Bonbons für ein ganzes Jahr. Boah, geil. Hier. Boah. Das reicht doch nie im Leben für ein Jahr, ey. So viel fressst du an einem Tag. Als Probier bekommst du ein Jahresvorrat Bonbons. Wir wollen mit dem ersten Duell beginnen. Wer wird in der ersten Runde aufeinander treffen? Es sind... Yoshi und Knochentrocken. Oh, geil. Wurde ich auch genommen. Zeig uns, was du drauf hast, Yoshi. Der Weg ist lang, aber alles beginnt mit dem ersten Schritt. Seid ihr bereit? Okay, dann alle zusammen. Sternrallye!
Okay, Runde 1. Sagt der Typ ist gruselig. Ich weiß. Okay, das erste Spielbrett. Donkey Kongs Tropenthron. Mal gucken, mal die Auflösung. Auf dem Fernseher sieht das richtig grottig aus. Ja. Aber die Aufnahme sieht sehr gut aus. Ja, das ist auch bei mir und Metroid Prime 3 so. Ja. Also das ist nichts Neues. Das ist irgendwie voll ironisch, dass jetzt hier ein Donkey Kong Brett ist, wo wir gerade Donkey Kong gespielt haben. Genau, genau, wir wollten euch sagen, wir haben ja erst letztens Donkey Kong Country Tropical Freeze durchgespielt. Gierig, begrenzte Pflanzen, tief vergrabene Geheimnisse, Pfaden, die voller Gefahren lauern. Dies alles und mehr erwartet euch auf Donkey Kongs Tropenthron. Und möchtest du ein paar Geheimnisse hören? Nee, die kann ich ihm selber erklären. Okay. Also, mal sehen, wer das dran ist. Einmal würfeln, bitte einfach die Würfel nach oben bewegen. Oh. Die Würfel sind gefallen. Ach, Spaß. Yoshi ist zuerst dran. Ich bin die Nummer 8. Und danach kommt Knochentauchen, die Nummer 2. Hier ist ein kleines Geschenk für den Anfang. 10 Münzen für jeden von euch. Ja, die nehmen wir jetzt mit nach Hause. Geh dann. Der Wettlauf zum Sternfeld kann beginnen. Wo ist es bloß? Ich bin ja so gespannt. Ja, wer seinen Stern erreicht, den kann ihn kaufen, ne? Ja. Wie er glitzert und leuchtet. Der erste Stern. Nichts wie hin. Mit 20 Münzen im Gepäck. Heck. Ja, er hat's gesagt. Das nächste Spiel beginnt. Das ist ein Level. Boah, ich mach dich so fertig, ey. Komm her. Du bist doch schon tot, ey. Also, ich erkläre die Regeln für ihn. Also, Ziel ist es, auf diesem Brett 2 Sterne zu sammeln. Und wer zuerst 2 Sterne hat, der hat gewonnen. Okay, das klingt machbar. Also oh, die Bonbons sind so, sozusagen die Items. Ein Schnarchbonbon. Ja. Oh nein, du hast schon ein böses Fell aktiviert. Böse für ihn oder böse für mich? Böse für mich, ah! Minus 10 Münzen. Jetzt hab ich ja 0 Münzen, was soll das? Ich will meine Münzen zurückhaben, ey. Nee, gibt's nicht. Ich will nochmal zurückgenommen. Wollte besser, ey. Also wie Mario Party abläuft, das weiß ich allgemein, aber... Ja, aber da dieses Mario Party für ihn ja auch relativ neu ist, werde ich ihm tatkräftig zur Seite stehen. Also, damit er nicht so allein ist. Dann würfel mal. Was machen wir, Bonbon? Das verlangsamt den Würfel, aber du kannst dann nur bis von 1 bis 5 würfeln. Okay. Und du kannst insgesamt 3 Bonbons mit dir mittragen. Ja, okay. Nein, mit mehr Spieler ist es so, wenn du und ich als beispielsweise im Team antreten würden, könnten wir 5 Bonbons tragen. Ich glaube, ich gehe oben lang, war rechts der Stern, aber ja, ich habe nicht gut Dinger, ne? Naja. Oder nach oben, ne? Geh nach oben. Ja. Ja, rotes Feld, minus 3. Ich hab keine einzige Münze, was soll das? Ey. Der zieht mich voll ab. Ist ja gerade erst angefangen. Er macht mich fertig, der hat schon 13 Münzen, der ist stinkreich. Aber er kommt nicht zum Stern. Okay, doch, er kommt zum Stern. Oh! Ja, aber Geld. Ha, ist nicht genug Asche. Ja, so nah und doch zu fern, du hast nicht genügend Kleingeld dabei. Oh, jetzt stehen ein paar Münzen auf dem Spiel. Hey, jetzt musst du ein Duell mitspielen. Ja, nee. Ich habe ja gar keine Münzen. Du hast keine Münzen, du darfst nur. Wir können gar kein Spiel machen. Ja, Pech gehabt, ich hab kein Geld, was willst du jetzt, ne? Ich hab kein Kleingeld. Kleingeld. War eigentlich besser, ey. Dann hätte ich ja eigentlich nur Gewinn machen können. Ja. Okay, eine 6. Boah, jetzt bitte auch ein blaues Feld, oder? Ah, Würfel. Oh. Oh, du bekommst eine Münze. Bonga. Dann bestimmt auf dem roten Feld oder irgendwie so. Ein dreimal Bonbon, damit kannst du dreimal würfeln. Okay. Du landest auf dem roten Feld. Oh, geil, schon wieder. Okay. Boah, geil, das ist, glaube ich, der beste Einstieg in Mario Party ever. Best Einstieg ever! Jawohl, ich glaube. Jawohl. Es ist auch so, wie ihr sicherlich schon seht, hier sind überall. Entschuldigung. Hier sind Donkey Kong Felder. Wenn man ein Donkey Kong Feld aktiviert, wird es automatisch danach zu einem Bowser Feld. Also, passt auf. Ja, ich hab kein. Hey, du willst Bonbons? Dann brauchst du mehr Münzen. Ja, die Klappe. Weiß, ich bin ein armer Spucker.
Ah, ein Kanonenfass. Das, du hast nicht genug Münzen. Wer drückt denn wieder da rein? Ey. Wo willst du lang gehen? Du solltest immer nach rechts reingehen. Das ist ein gutes Feld. Halt, ha. Gib mir Münzen. Jetzt geht's ab durch die Duselrinne. So gelangst du schnell nach unten und kassierst dabei vielleicht sogar Münzen. Oh geil, genau. So. Okay. 8 Münzen. Oh geil. Endlich ein Erfolgserlebnis. Oh, oh Gott. Wenn er dich jetzt erwischt, dann verlierst du deine Münzen. Soll ich auf den Arm nehmen? Das Kegelbonbon verwandelt den anderen in einen Kegel. Und er nimmt jeden, den er überrollt, 20 Münzen ab. Ja. Und er trifft dich. Oh Gott. Alter. Er nimmt dir dein ganzes Geld weg. Wir haben schon wieder keine Münzen. Willst du mich eigentlich verarschen? Und komm her, komm her nach dem Spielball, ich mach dich fertig. So wie es aussieht, hat er wohl echt keinen guten Start erwischt. Findest du? Ich finde, ich glaub's. Ich glaube, ich würde mal so sagen, du hast nicht gerade den besten Start erwischt. Weiß nicht, wie du drauf kommst. Ich hab 3 Münzen nach 3. Du hast 3 Münzen innerhalb von 3 Runden gekriegt. Ja, und der zieht mich ja schon ab, weil er jetzt schon 20 Dinge hat. Der müsste von uns bestellen gehen. Ja. Lass mal, mach ich mir nicht genug Dinge ab. Wenn ich auch mal eine kleine Sache zu Mario Party 8 sagen darf. Es ist mir tatsächlich mal gelungen, in Mario Party 8 mal dreimal hintereinander eine 7 zu würfeln. Was macht er da? Er hat einen Wirbelsturm, Dinge. Das, damit verwandelt es sich in einen Tornado, der alle Gegner, die er trifft, zum Start zurückbringt. Ja, wir sind ja direkt am Start, also. Ja, boah, da geil. Fliegst du weg. Oh nein! Boah, das hat voll gemacht, ey. Das hat echt voll gebracht. Na, wie ihr sicherlich hören könnt, ich stehe ihm tatkräftig zur Seite. Sonst wäre er ja verloren. Da kommen denn immer Minispiele, ey. Hier kommen keine Minispiele. Was? Hier gibt es nur Versus-Minispiele. Ey. Ja, und auch Solo-Minispiele. Das sind die gelben Felder übrigens. Vielleicht hast du ja schon eins gesehen. Nö. Nicht? Nee. War zu sehr damit beschäftigt, irgendwie Geld zu sammeln, wenn ich nicht habe. Du warst so sehr damit beschäftigt, Geld zu sammeln. Also wieder irgendwie. Oh, das ist fertig. Du hast jetzt die Chance, ein bisschen Geld zu machen. Warum? Ich zieh dich ab. Ja. Also, bist du bereit dafür? Ja. Dann mach ihn fertig. Du kannst mich ja natürlich auch fragen, ob ich das Minispiel für dich übernehme. Oh, ich sag mal dran. Falls es für dich zu schwer ist, ich übernehme gern für dich. Was haben wir denn? Ah, Surfen im Weltall. Dann zeig mal. Lenke deinen Weltraumschritten durch die Tore, um so die höchsten Punktzahl zu erreichen. Aber Tipp, halte dich von den Bowser-Toren fern. Dann fliegst du durch so eins hindurch, verriedest du sich deine Punktanzahl auf null. Oh Gott, ich bin so schwer. Ja. Oh, nee. Ja, komm mal, ja. Du kannst hier jetzt auf Plus, kannst du auf Pause drücken und kannst du mir auch mal geben. Ich schaff das schon, so viel Ehre habe ich noch. Hast du wirklich? Ja, nur ich kein Geld habe, ich hab keine Ehre, ja. Wenn du verlierst, dann verlierst du auch Münzen, dann ist das ja bewusst. Ja, im Moment für den Knochen trocken. Er bewegt sich ja kaum, ey. Oh nein, du wurdest erwischt. Ich hab 0? Ja, du hast 0. Du hast wieder 0. Warum? Weil du durch Bowser-Tore geflogen bist und. Du bist durch ein Bowser-Tor. Damit hast du verloren. Aber du musst dich verarschen. Und zwar. Aber welche Schwierigkeit ist denn das hier? Ich hab kein Geld, das zieht mich aber im Spiel ab, was soll denn das? Ey. Geil. Muss ich das gewinnen, um die Dinger freizuschalten? Nee. So, er darf seinen Pfeil werfen. Und? Er zieht dir 5 Münzen ab. Okay. Oh! Wow! Die Entscheidung ist gefallen. Yoshi muss Knochen und 5 Münzen geben.
bis ich den krieg, ey. Wenn du den irgendwann irgendwie kriegst. Weil sie ja lebend rauskommt, ey. Mal, das sieht, nicht, das sieht ja nicht gerade gut für dich aus. Findest du? Ja. So, also jetzt mal langsam. So, warte, das tut er gleich in die Fresse. Ha, bam, voll in die Fresse. Peng, voll in die Fresse. Ich meine, ich kann nicht zwei Bonbons auf einmal benutzen. Du darfst nur einen, kannst nur einen Bonbon pro Runde benutzen. Oh, du hast Glück. Na, warte. Den hole ich mir. Wenn du es jetzt schaffst, mit dem Kegelbonbon ihn zu überrollen, dann kannst du ihn 20 Münzen abknöpfen. Da brauche ich nicht vor 1, 2, 3. Brauchst du 3. Das rechte. Das ganz rechte. Überrolle den Gegner und nimm ihn auf dem Weg 20 Münzen weg. Bist du bereit dafür? Ja, na, warte, jetzt komme ich her. Überroll ich den und raub den aus. Klau seine Schuhe. Er hat doch gar keine Schuhe. Ja, komm. Oh! Hi, was geht, na? Hi, na? Da nehme ich gleich das Dreier-Dingen und geh direkt zum Stern. Genau. So macht man Strategie. Strategie! Strategie forever! Ich lebe voll den amerikanischen Traum. Ich habe mich vom Tellerwäscher hier zum Milliardär gearbeitet. Obwohl, ich habe jemanden ausgeraubt und habe das Geld von England. Genau, du bist ein ganz schlechter Mensch. Eigentlich habe ich ihm die Leichenschändung betrieben, weil er schon tot ist. Er ist ja schon tot. Er wird immer schlimmer. Du bist so ein schlechter Mensch. Weißt du das? Siehst du dieses weiße Feld? Dieses gelbe. Das ist ein Solo-Minispiel. Also, wenn du darauf kommst und das Spiel gewinnst, kannst du auch Münzen bekommen. Also. Also. Ja, da ist ein Stern, der meinen Namen trägt. Der deinen Namen trägt und auch hoch am Himmel sitzt. So, ja, mit. Dann ist den Dreimal Bonbon und bring uns zum Sieg. Also bring dich zum Sieg. Boah, jetzt dreimal eine 1. So. 7. 7 mal. Krieg. 1. Und 9. Mach eine 17. So, rechts, ne? Ja, nach rechts. Warte mal hier. Ein Schnarchbonbon. Na komm her. Ja. Hopp. Einer. Yoshi hat den Stern erreicht, der Sieg ist zum Greifen nah. Möchtest du 20 Münzen gegen den Stern eintauschen? Nein. Nein. Ich will nur begutachten. Okay, du hast den ersten Stern. Ein Stern. Ein Stern. Ein. Ein. Wo wird der nächste Stern zu finden sein? Die Spannung ist sicher unerträglich. Ich kann ihn schon fast von hier aus sehen. Da oben. Ja, das ist mal nach oben. Seht nur den nächsten Stern. Sammelt 20 Münzen und versucht als erster dort zu sein. Hey, ja. Du bist noch einen Stern vom Sieg entfernt. Du brauchst nur noch einen Stern. Ja. Warte mal hier. Oh, 10 Münzen. Oh, nice. Jetzt krieg ich gleich wieder Münzen. Oh. Das Kanonenfass würde ich nicht benutzen. Ja. Nur außerdem musst du dafür 5 Münzen bezahlen. Ja, geh weg. Geh weg. Geh weg, du Affe. Hi, was geht, na? Hi, na? Oh Gott. Aber weißt du, was jetzt gleich passiert? Oh, ich habe jetzt keine Bonbons mehr. Verabschiede dich von deinen 10 Münzen. Normal. Map. Ich zieh dann einfach gleich ein paar Münzen ab, den Knochen. Du hast keine Angriffsbonbons, deswegen los. Dann hau ich ihn einfach kaputt. So. Der versucht mich erstmal hier zu erreichen. Ja, davon muss er echt eine hohe Zahl würfeln, um dich zu erreichen. Ja. Das hat's gebracht. Geil. Aber wenn er jetzt auf dem Dunkelkopffeld landet, das zwei Felder hinter dir ist, dann steht's wieder Gleichstand. Wir werden direkt zum Stern, oder was? Ja. Was für ein heißer Kampf. Ich bin beeindruckt. Mal sehen, wie es steht. Wer hätte das gedacht? Ist hier ganz anders. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Wenn das so weitergeht, verliert Knochentrocken das Spiel. Das wollen wir ja. Wir sollten Knochentrocken eigentlich und die Arme greifen, damit es spannend bleibt. Und die Aufnahme? Spezialbonus! Ja, er bekommt jetzt einen Pfeilwurf. Also Knochentrocken, wirf einen Pfeil, um dein Geschenk zu bekommen. X. Auf das X! Voll. Das X bedeutet, Yoshi kriegt einen Stern. Die Entscheidung ist gefallen. Tja, das ist vermasselt. Sagen wir einfach, du hast Pech. Kein Bonus für dich.
Denk daran, du kannst immer noch gewinnen. Nein. Also jetzt gebt euer Bestes. Das gilt auch für dich. Dein Bestes. Ja. Yeah. Aber ich bin verloren. Knochen trocken, ich gewinne. Hm. Ja, soll ich gleich so ein Ding mal benutzen? Ja, der Würfel rotiert langsam, lässt sich aber nur von 1 bis 5 ziehen. Okay. Dann soll ich erstmal gucken, kann ich irgendwo die Karte aufrufen? Ja, die mit. Das ist die Übersicht über die ganze Karte. Oh Gott, wo bin ich denn? Blau, du bist blau. Du stehst da. Wo ist blau? Jetzt mal blau. Hier, ne? Nein, du stehst auf dem Fragezeichenfeld. Ach da, boah. Da stehst du. Okay, genau, wo will ich denn hin? 1, 2, 3, 4, was sind die blauen? Das sind normale Felder, wo du drei Münzen bekommst. Und die grünen? Das sind Ereignisfelder. Wo du mindestens verlierst. Ist oder teilweise andere Ereignisse aus. Dann soll ich eine 3 oder eine 4 am besten. Nee, ich würde eine 1 würfeln, damit du auf ein Versus-Feld kommst. Dann kannst du den Knochentrocken nämlich auch noch mindestens ziehen. Okay. Also eine 1. Ja. Aber man muss aufpassen mit der Rotation. Das heißt, er springt ja ein bisschen verzögert. Also wenn er bei der 5 steht, solltest du springen. Dann wird es auch da auf eine 1 kommen. Du wirst es gleich sehen. Siehst du? Ich hab's dir gesagt. Nein, mein Geld. Mein Geld. Mein Kleingeld. 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 Bisschen Stoff. War der schon wieder eingesammelt. Ein Springbonbon. Damit kann er auf dein Feld springen. Ja, weggehen, ey. Wie soll man die anfassen? Ich will die nicht anfassen. Ja. Da war ein gelbes Ding, glaube ich. Ja, über die ist, wenn du ganz rechts gehst auf die Lupe, dann kannst du auch die ganze auch so über die Karte scrollen. Ja, okay, dann lieber. Wenn du eine 5 ist, dann kommst du auf das gelbe Feld. Und was macht das? Das ist ein Solo-Minispiel. Okay, da will ich. Da musst du springen, wenn der Würfel bei der 4 steht. Denn die Computer machen immer denselben Fehler, dass sie immer eigentlich eine Zahl anpeilen, wenn dann zu spät springen. Jetzt! Also. Dann geht's nach oben. Okay. So ein Spiel. Also gib dein Bestes, dreh die Minispielscheibe. Oh, gib mir Geld. Du musst erst das Minispiel gewinnen. Gib mir Geld. Oh Gott, das ist ein schwieriges Spiel. Stempel das. Was muss man denn da machen? Da musst du stempeln. Was? Ja. Und du hast nicht viel Zeit. Stempel 20 weiße Bögen in der vorgegebenen Zeit. Achte auf die Bögen mit Bowsers Antlitz. Stempel diese auf keinen Fall. Wenn du einen Bogen mit Bowsers Antlitz stempelst, werden dir 2 Punkte abgezogen. Und ja, wenn... Okay. Also A drücken, um beiseite zu schieben, ohne zu stempeln. Okay. Du kannst auch jederzeit auf Üben drücken. Also, nee. So viele Dinger kriege ich dann am Ende, warte. Stempeln! Boah! Ha! Ha! Ich glaube, wir waren jetzt raus, ey. Papierkram. Mann! Du hast nicht viel Zeit! Du hast es nicht geschafft. Wie viel musste ich denn haben? 20. Och Mann! Ich schäme mich. Ich schäme dich. Ich bin wie Yoshi so geschämt. Guck mich nicht an. So ein Pech, Chance verpasst, daher kein Fallwurf für dich, Yoshi. Drückst du mir noch rein, du! Bis zum nächsten Mal. Oh, will ich in deinen Träumen heimsuchen? Das bist du nur ein Mensch. Oh, er sitzt in Springbomben rein. Ja, da kommt er auch hin im Spiel. Nee, er muss danach noch. Er würfelt danach noch. Er ist vorher Pro in dem Game. Der Knochen drauf, nee, das war unfair. Willst du, ich hab kein Geld. Ich habe kein. Lass mich in Ruhe. Sie klopfen an die Tür. Ich habe kein Geld. Ich bin Batman. Sie klopfen an die Tür. Die Pfadfinderin. Sie klopfen an die Tür. Und ich habe kein Geld.
Komm, mach die Handelbewegung. No. Hier. Ja, erinnert sich noch an Mario oder Smooth Moves? Ja. Der Jedi. Jedi? Und ihr holt jetzt den Stern, jetzt sehe ich doch schon. Alter. Ja. Alter? Auf damit! Alter! Ja, du hast locker zum Stern. Jetzt kriegt er noch mehr Münzen, ja klar. Ja, genau! Danach kann er sich wieder einen Stern leisten, hab ich so gefühlt. Er sagt sich, ja, das ist ein Pisser. Dreimal, wir müssen wieder auf den Arm gehen. Ich glaube, du fühlst dich von dem Spiel leicht verraten, ne? Knochenzong an den Stern erreicht. Oh mein Gott, nein. Sag nein! Wollen wir ganz gleich wieder einholen, ne? Ja, stimmt. Er braucht nur noch 4 Münzen. Dann hat, und wenn er dann zum Stern kommt, hat er gewonnen. Du musst mich doch mit Sandhandschuhen hier anpacken, ey. Okay, wo ist der letzte Stern? Er ist da unten. Oh. Er ist genau. Er läuft eigentlich genau drauf zu. Aber jetzt kann er ihn sich noch nicht leisten. Ne, jetzt kann er sich ihn noch nicht. Jetzt muss ich nur 16 Münzen bis dahin kriegen, das schafft doch. Meinst du, das schaffst du? Ja, klar. Ich hab Vertrauen. Ich habe auch Vertrauen in dir. Habt ihr auch Vertrauen in der Nero LP? Hey, schreib's in die Kommentare. Ich muss aber in einem Ding ein paar Dinger bekommen. So, gib mir 20! Gib nur eins. Es gibt nur 1 bis 10. Gib nur 1, 5 oder 10. Oh, aber du hast jetzt die Chance, ihn bei einem Versus Me-Spiel die Münzen zu nehmen. Jetzt stehen mal wieder ein paar Münzen auf dem Spiel. Sei bereit, dich in einem Duellspiel zu wagen. Ich mach dich fertig, ey. Du bist schon längst tot. Nun drehen wir die Minispielscheibe! Und wir kriegen. Ah, Kampf den Untertassen. Das ist eigentlich ein einfaches Spiel. Muss man ja alles mit der Wii-Steuerung machen? Ja. Nein, gut. So, was haben wir denn da? Du musst die Family nehmen. Triff mehr der sich nähernden Angreifer als die Konkurrenz. Angreifer setzen dich für wenige Sekunden außer Gefecht, wenn sie deine Basis erreichen. Behalte daher das gesamte Gebiet im Auge. Du musst so schwenken und immer mit 2 schießen. Okay. Hallo, klarer Bär. Da kommen sie! Und Space Invader. Okay. Start! Immer 2 Gründe. 2. Verpisst euch. Triff auf den Goldenen, der gibt mehr Punkte. Vorsicht. Verpisst euch von meiner Basis. Das ist mein Mond. Da regelt sich den ja wohl ab, hoffentlich. Verpisst dich. Ah! Aber ich bin hier. Ah! 49 zu 21, das ist ein neuer Rekord. Toll. Das ist der einzige Rekord. Ah, guckst du doof, ne? Ha. Lass dich von den Martianern hier entführen. Geh zurück zu deinem Planeten. I must go, Johnson. My planet needs me. Ne? I must go. Na, das war dann. Na, jetzt gehen wir alle nicht los. Okay, du hast gewonnen. Du darfst den Pfeil werfen. Dafür musst du A oder B gedrückt halten und dann schwingen. Okay. Du hast nicht viel Zeit. Oh, was? 5. Ah. Shit. Aber immerhin. Wow, die Entscheidung ist gefallen. Er muss dir 5 Münzen geben. Oh, er hat wenigstens jetzt nicht. Ja, er hat keine. Er ist nicht mehr bei 19. Er muss einen ganzen Weg laufen, wenn ich kurz davor bin, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Wo ist da 10? Also, ja. Immer noch, jetzt haben schon wieder 19. Alter. Was soll denn der Mist? Jetzt hat er 20. Oh Gott, und er hat auch noch eine Treiberbombe. Hey.
Was mache ich mir jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, würfel erstmal. Ja, ich. Nehmen wir was von dran. Also, er kommt mal so ein bisschen in meine Nähe. Ich kann den Kegelbonbon nicht mehr abziehen. Jetzt zieht sein Link nicht ein. Will ich auf den Arm nehmen? Ah. Komm, Spinnenbonbon. Ja. Oh, er hat aber nicht mehr genug Münzen. Er hat nicht mehr genug Münzen. So, jetzt war ich nicht. Ja, ist die KI so intelligent, dass die sich direkt zu mir porten? Ich bin. Aber ich würde den jetzt auch nichts mehr bringen. Der hat ja nicht 19 Dinger. Ja. Wenn er sich jetzt zugeportet, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Halt. Etwas probieren für die Dschungeltour? Nein. Geh weg. Nein. 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 Geh weg, du Affe. So. Du musst nach rechts. Ja. So, kann er sich ruhig zu mir teleportieren. Oh, du hast kein Geld, geh weg! Geh weg! Du sagst, geh weg! So, jetzt teleportiere ich mich zu mir hin. So. 23 Dinger. Ja, 23 geile Poke-Dinger, ne? Oh, jetzt kann ich mich direkt in den Stern porten, ne? Ich weiß nicht, wo. Ah, nee, verdammt. Ja, aber du, wenn du auf dem blauen Fett landest, dann würdest du immer noch 21 Münzen nachgeben. Wo lande ich ihn denn? Das weiß ich nicht. Ist das zufällig? Das ist zufällig. Ich weiß nicht, wo dich jetzt das Kanonenfass bringt. Willst du dein Glück herausfordern oder nicht? Ich glaube nicht. Weil wenn du nach rechts gehst, du musst ja oben von oben nochmal ran. Wo will ich denn landen, wenn ich jetzt weitergehen will? Was hab ich denn jetzt? Na toll, ich sehe ja nicht, was ich jetzt gewürfelt habe. Du hast noch eine 1. Da würde ich sowieso auf dem blauen Ding landen. Wahrscheinlich. Ist der Pisser, der ist da. Ja, er muss auf jeden Fall nach oben hin. Er muss so lang, ne? Ja, er muss so lang. Also, warte, ich muss das Ding. Mal gucken, wo ich hinkomme. Ich bin auch jetzt sehr gespannt. Oh, es bringt dich nach oben. Sehr schön. Na okay. Das habe ich ein gutes Stück nach oben gebracht. Ausgezeichnet. Ich hab ja bloß keine Dinge bekommen, ey. Will mir ja euch noch gefallen wollen, ne? Ich glaube, das hat er gerade geschafft. Also, wenn er jetzt Dinger bekommt, ne? War bis nicht. Warte mal, ich habe einen Kehlbomben, glaube ich. Verdammt. Oh, und 8 Bitcoin, das ist schlecht. Wieso, was macht das? Das verwandelt jeden, verwandelt alle deine Schritte in Münzen. Ja, das ist sowieso die ganze. Wenn du es jetzt tatsächlich schaffen solltest, ihn mit dem Kegelbonbon zu überrollen. Ja, dann. Wenn ich es schaffe. Nein, ich würde nur sagen, du hast überhaupt keine Wahl. Ja, klar. Da wollte ich eine 9 mal erzählen. Ja, aber das ist auch Bonbon. Mit jedem Schritt, den er macht, bekommt er 3 Münzen. Also pro Feld bekommt er 3 Münzen. Yeah. Oh. Rolli. Boom, her damit. Möchtest du das Kanonenfass benutzen? Nee, ich bin nur da vom Stern, hallo. Ja. Ein Flug für 10 Münzen? Nope. Du musst nach rechts. Ja. Ja, versuch mal genug Dinger zu bekommen. Ich würde auch jetzt gleich mal das Schlagbonbon einsetzen, damit du bloß nicht auf dem Fragezeichenfeld landest. Denn wenn du jetzt auf dem Fragezeichenfeld landest. Okay, er nutzt das 8-Bit-Bonbon nicht, dann frage ich mich jetzt gerade, warum er das nicht macht. Nee, halt, das würde halt von. Nee, stimmt, das würde nicht ausreichen. Tja. Der Sieg ist mein. Oh. Noch nicht. Oh doch. Der hat den letzten Mal gewonnen.
Was brauche ich denn für eine Zahl? Ja, verprügel den. Oder iss ihn. Ein Dummy kommt direkt Flug. Geil. Der hat den Stern erreicht, der Sieg zum Reifen nahe, irgendwie nicht. Ja, sie im Bowser wird verwandelt. Was brauchst du denn? Ich glaube, du brauchst eine 3. Ich würde das Schneidbomben einsetzen. Ja, eigentlich brauche ich alles über eine 3. Mhm. Weil du sollst das Schneidbomben deswegen einsetzen, damit du keine 1 würfelst. Ja. Yes. Damit hast du gewonnen. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Und der Sieg ist im Reifen nah. Möchtest du kaufen? Nein. Ich möchte direkt 2 Sterne kaufen, damit ich den halt unter die Nase rein kann. Reibt mir so einen Hintern. Dann fange ich an zu leuchten. Geil. Damit hast du gewonnen. Yay. Eindeutig. Von das Anfang an. Das Dschungelspektakel ist zu Ende. Wir haben einen Sieger. Yoshi hat 2 Sterne. Oh. Ganz richtig, Leute. Diese Party hat Yoshi gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Ich danke allen, die an mich geglaubt haben. Aber es war ja offensichtlich. Tja, mehr Glück beim nächsten Mal. Damit hast du Level 1 erfolgreich abgeschlossen. Yay. Sieg. Sieg! Da hatten wir ihn gespeichert, gut. Ja, wie lange war die Runde? Das war jetzt 37 Minuten. 37 Minuten, tja, das ist doch ein guter Anfang für den ersten Part. Im nächsten Part sehen wir dann das zweite Brett. Ja. Also, bleibt dran. Bis dann und tschüss. Tschüss.